Ihre Meinung zum Herrn Schill? Ja. Sahne, sofort wieder wählen. Sofort wieder wählen? Wir können wieder durch den Hamburger Hauptbahnhof gehen, ohne sogar Touristen freuen sich, ne? Durch den Hamburger Hauptbahnhof wieder gehen zu können. Ich meine, gut, das Ding ist nicht weg und es wird auch weiter irgendwo anders ausarten, aber hoffentlich auch in die Gegenden, wo die Leute meinen, dass es alles Sahne ist. Hm. Denn nichts ist mehr Sahne. Hm. Und also Sie haben Schill gewählt? Natürlich. Logo. Habe ich. Sie finden seine Ansätze gut in Richtung absolut. Ausländerpolitik, Drogenpolitik? Absolut Sahne. Er macht genau das Richtige. Ja. Nur der Staat, sprich die Politik, die hier im Hamburger Senat gemacht wird, hindert ihn ja daran. Ja, Lungo, 40 Na? Jahre Filz, da kommt es nicht gegen 40 an. Jahre Filz, schafft er nicht sofort. Aber die Ansätze, die er macht, sind absolut richtig und gut. Ja. Ja? Okay. Ich finde ihn gut und ich will ihn auch wieder. Und in Bezug auf Ausländerpolitik. Ja, macht er richtig. Wir müssen sortieren. Ja, Bambule auch reinhauen. Was soll Irgendwann das? Ist mal Schluss. Kann doch nicht sein, dass ein PDS-Politiker das alles finanziert, macht und tut, im Internet alle anwirbt. Die hauen uns hier Hamburg kaputt. Genau. Und dann wird Schill auch noch gesagt, ja, was sie mit ihrer Polizei meinen, das geht, sie können doch da nicht reinhauen. Ich meine, die sind dafür da, das ist ja wohl bekannt, dass sie zuhauen. Nach dem St. Pauli-Spiel oder sonst was, das ist immer wieder dasselbe. Ja. Wir lassen uns die Stadt kaputt hauen, alle gucken zu und sagen Sahne, nee, ja. Banane. Das geht vorbei. Nicht mehr. Das geht nicht mehr. Okay. Und wir brauchen diese Kraft und Schill macht das richtig. Auf jeden Fall. Okay, bedanke ich mich. Jo.